bei Menschen gesehen, Achi, Subhanallah, in diesem Moment habe ich mich geschämt. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich undankbar zu Allah bin. Ich habe einen Menschen gesehen, der hatte mein Alter gehabt, doch besaß er keine Füße und keine Hände. Er wurde getragen wie ein Baby. Kannst du dir das vorstellen, Bruder? Du wirst getragen wie ein Baby. Er konnte nichts machen alleine. Nichts konnte er machen alleine. Nicht mal die einfachste Sache. Das Verlangen nicht schwer. Das Erreichen nicht schwer. Während du einen Knopf bedienst und das für dich einfach ist, ist es für diesen Mensch schwer, denn er hat nicht die Macht dazu. Doch dieser Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala, und du hast das gemerkt, er hat gesagt, er ist zufrieden mit seinem Leben und ist glücklich, so wie der ist. Doch die Muslime besitzen Hände und besitzen Füße und haben alle Gesundheit, die ganze Gesundheit haben sie mit sich, tragen mit sich. Und anstatt sie gegenüber, dass sie diese Sachen Allah Ta'ala zurückgeben, was machen sie? Sie wenden sich gegen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und das Ganze, was Gute Allah ihnen gegeben hat, anstatt dass sie ihre Füße benutzen, dass sie zur Moschee kommen, dass sie zum Ders kommen, dass sie zur Ermahnung kommen, benutzen sie ihre Füße Richtung Diskothek und Bordell und Freundin und alles Schlechte. Anstatt dass sie ihre Hände benutzen dafür, dass der Islam vorankommt, dass die Wahrheit vorankommt, denn wir besitzen die Wahrheit. Doch ich denke mir, uns ist es nicht wahr oder uns ist es nicht klar, dass wir die Wahrheit besitzen. Wir sagen, dass Islam die Wahrheit ist, doch ist es die Frage, ob wir das auch in unsere Herzen tragen, dass Islam die Wahrheit ist. Und dass ich das überall mittragen kann, egal wo ich bin, ist Islam die Wahrheit. Und ich schäme mich nirgendwo. Egal wer vor mir steht, hat Islam Vorrang. Das ist eine bittere Wahrheit, dass man weiß, dass Muslime sich schämen wegen ihrer Religion. Dass Schwestern sich schämen wegen dem Islam, wegen den Gesetzen in dieser Religion. Das ist eine bittere Wahrheit. Und jeder Einzelne von euch wisst, er weiß, dass das so ist. Bei Allah, ich habe es auf meinen eigenen Leib erlebt, wie du gehst zum Muslim in den Geschäften, du gibst ihm Salam, du sagst, Assalamu alaikum, und er sagt dir, Merhaba, oder er sagt dir, Hallo. Weil er Angst hat, dass man erkennt, dass er Muslim ist. Hast du Angst, dass man sieht, dass du Muslim bist? Soll ich dir mal was sagen? Homosexuelle haben keine Angst. Sie zeigen sich auf der Straße, A'udhu Billah. Restradikale haben keine Angst. Heavy-Metal-Typen, Satanisten, all diejenigen haben keine Angst. Sie zeigen ihre Ideologie, zeigen sie innerlich und äußerlich. Sie vertreten es. Mit Überzeugung. Ich habe selbst zugehört, wie Satanisten mit Überzeugung gesagt haben, dass sie Satan folgen und den verkörpern und alles tun, was er will. Subhanallah, ist das wahr? Und dann siehst du, den Muslim schämt sich und versteckt sich. Warum versteckst du dich? Warum schämst du dich? Das ist Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir die Wahrheit, Al-Huda, die Rechtleitung dir gegeben hat. Dieses Geschenk, ein gewaltiges Geschenk, innere Ruhe. Die Menschen sind durstig danach. Die Menschen suchen danach. Glaub es mir, auch wenn manches ablehnt, die Menschen suchen danach. Du siehst das doch, wir sind doch Zeuge für uns selbst, wie viele Menschen zum Islam konvertieren, wie viele Leute, eben, subhanallah, eben, bevor wir diesen Vortrag machen, eine Stunde vielleicht davor oder 20 Minuten, hat eine Person aus Belgien den Islam angenommen. Ich dürfte Zeuge in der Sache sein, ich habe es nicht geglaubt. Seht ihr, wie schnell das geht?